Mit den folgenden Videos wollen wir dir das Programm erklären und dir zeigen, wie du alle Funktionen von Satellite optimal nutzen kannst. Das Ganze dauert weniger als 20 Minuten. Dann sind wir einmal komplett mit der Software durch und du kannst direkt mit dem Arbeiten loslegen. Natürlich kannst du dir die Videos auch einzeln ansehen, wenn du zwischendurch ausprobieren möchtest, was wir dir gleich erklären. Los geht's mit dem Startfenster. Das begrüßt dich ab jetzt jedes Mal, wenn du Satellite öffnest. Das Startfenster fragt dich, was du vorhast. Hier kannst du wählen zwischen einem neuen Projekt oder einem bereits angelegten, an welchem du weiterarbeiten möchtest. Hierfür kannst du entweder die entsprechende Datei auf deinem Computer öffnen oder zwischen einer der Vorlagen wählen. Um das Startmenü übersichtlich zu halten, haben wir hier nur drei Vorlagen dargestellt: einen großen, einen mittleren und einen kleinen Raum. Du wählst hier also abhängig von der Größe deines Studios. Natürlich kannst du aber auch eigene Vorlagen anlegen. Wenn du zum Beispiel regelmäßig ein ganz bestimmtes Studio nutzt, musst du die Vorlage nur einmal entsprechend den Abmessungen des Studios anpassen und speichern. Größe und Farbe der Wände und somit des Studios sind völlig frei definierbar. Wichtig ist, dass die Farben der Wände dem entsprechen, was auch die Realität bietet. Immer zu bedenken ist, dass Weiß nicht wirklich ganz weiß und Schwarz nicht ganz schwarz ist. Bei einem ganz weißen Raum muss die Farbe also immer leicht in Richtung Grau eingestellt werden. Dasselbe gilt natürlich bei Schwarz. Der Grund hierfür ist die physikalisch korrekte Lichtberechnung. Beim nächsten Start von Satellite 3D wirst du dann auch immer deine eigenen Räume zur Auswahl finden. So kannst du gleich mit deinem eigenen Studio starten.